Oft kommt im Fuji-Forum die Frage, was soll ich kaufen? Das Fuji 90mm oder das Fuji 50-140mm Zoom? Als Besitzer von beiden Objektiven habe ich mal vier Kategorien aufgestellt, nach denen ich diese Entscheidung treffen würde. Bringen wir erstmal den offensichtlichen Unterschied hinter uns, und das ist, dass so ein Zoom natürlich wesentlich flexibler ist als die Festbrennweite. Das bedeutet, wenn man viel auf Events fotografiert, zum Beispiel Hochzeiten, und man möchte da ein bisschen aus dem Hinterhalt heraus agieren und da trotzdem flexibel bleiben, dann ist das Zoom auf jeden Fall das Mittel der Wahl. Kommen wir zu Unterschied Nummer 2, und das ist der Autofokus. Und der Autofokus von dem 90mm ist so ein bisschen, er ist nicht wirklich schlecht, aber für Bewegung und Action würde ich dieses Objektiv definitiv nicht empfehlen. Tatsächlich würde ich sagen, von allen Fuji-Objektiven, die ich besitze, ist das 50-140mm das Beste, was den Autofokus betrifft, gerade was den Tracking-Autofokus betrifft. Und deshalb alles, was mit Action, Sport und Wildlife, mit Tieren, die groß genug sind, zu tun hat, würde ich dieses 50-140mm empfehlen. Allerdings für alles andere bevorzuge ich das 90mm Bokeh. Es gibt einen klaren Sieger. Das 90mm hat definitiv das bessere Bokeh. Ich blende hier mal auch immer Fotos nebenbei ein. Da könnt ihr euch das anschauen. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass man wegen der Blende 2 mehr Hintergrund und Schärfe bekommt als beim 50mm 140. Wenn man genug Platz hat zu seinem Motiv, dann kann man hier auf 140mm gehen und kriegt auch eine sehr, sehr geringe Schärfentiefe. Das ist jetzt eher nicht das Problem, aber das Bokeh von diesem Zoom-Objektiv. Ich blende jetzt mal dieses Foto ein, einfach nur als Beispiel. Ist jetzt nicht das schönste Foto, aber es geht nur darum, einfach mal zu zeigen, was passiert, wenn der Hintergrund ein klein wenig unruhiger ist und auch der Vordergrund. Dann sieht das Bokeh nicht ganz so schön aus. Wenn man allerdings einen klaren Hintergrund hat, dann ist das 50-140mm auch sehr gut. Allerdings würde ich, gerade wenn es darum geht, Porträts zu fotografieren, Menschen zu fotografieren, Sachen zu fotografieren, die sich nicht wirklich bewegen, würde ich immer das 90mm bevorzugen. Rein optisch, ich bin jetzt niemand, der irgendwie die Sachen testlabormäßig testet. Allerdings gibt es da eine Website, auf der ich mich informiere. Optical Limits heißt die, ich verlinke die unten. Die ist sehr informativ da und sehr tiefgründig, und man kann sagen, wenn man sich das dort durchliest, dass beide optisch im Prinzip keine Fehler haben und dass 90mm sogar nochmal einen Tick besser ist, was Schärfe betrifft und was die ganzen optischen Korrekturen betrifft, als das Zoom. Ist natürlich auch einfacher zu bauen, ist klar, ist eine Festbrennweite. Und es wird tatsächlich auch vermutet, dass dieses Objektiv einen größeren Bildkreis ausleuchten kann als den APS-C-Sensor. Und gerade wenn man die geringe Vignettierung sich anschaut, kann das durchaus stimmen. Eine Sache, die für mich zur Optik gehört und zur letzten Kategorie, die wir gerade besprechen, sind die Farben. Und wenn man schon sich ein bisschen länger mit Fotografie beschäftigt und vielleicht auch mal den ein oder anderen Dritthersteller genutzt hat und vorne an seine Kamera angeschraubt hat, der wird festgestellt haben, dass die Farben unglaublich objektivabhängig auch sind. Und das 90mm produziert die wesentlich natürlicheren und schöneren Farben für mein Empfinden. Farben sind natürlich immer so ein bisschen Geschmackssache. Ich würde behaupten, das 50-140er ist vielleicht so ein bisschen moderner. Aber in gewissen Situationen, wenn man sich gerade die Grüntöne anguckt, sind die vielleicht ein bisschen eher unrealistisch, würde ich sagen, im Vergleich zu dem 90mm. Kommen wir jetzt zum Fazit und dann vielleicht erstmal eine wichtige Sache vorweg. Wenn ich nicht gerade irgendwelche Pferde im See fotografiere, die auf mich zugerannt kommen, oder irgendeine Hochzeit fotografiere, dann bleibt dieses Objektiv zu Hause. Das ist groß, es ist schwer, und wenn man es nicht unbedingt braucht, nimmt man es auch nicht mit. Urlaub, wenn ich mich entscheiden müsste, welches Objektiv lasse ich zu Hause, wäre das Nummer 1. Das 90mm ist immer mit dabei. Und das liegt daran, dass man damit eigentlich alles machen kann, wenn man weit genug wegkommt von seinem Motiv und wenn man ein bisschen die Beine bewegt. Und weil es absolut mein Lieblingsobjektiv ist von Fujifilm natürlich. Es kommt auch darauf an, ob man diese 140mm unbedingt braucht. Wenn man nur ein bisschen was im Telebereich haben will, um Porträts zu machen, dann würde ich sagen, spart euch den Preis von diesem Objektiv und kauft euch lieber dazu noch das 50mm Blende 2 und vielleicht noch eins der 23mm Objektive von Fuji. Gerade wenn es so ein bisschen für Urlaub ist, reicht ja auch das 23mm Blende 2, wenn man nicht unbedingt die 1,4 braucht. Und dann seid ihr super flexibel, super ausgerüstet und braucht eigentlich nichts weiter.
Damit kann man alles machen. Und meine ersten Hochzeiten habe ich tatsächlich nur mit dem 23mm und dem 90mm fotografiert und es hat auch komplett gereicht. Ich bin allerdings auch eher der Festbrennweiten-Typ. Und wenn man das nicht so ist, dann wird man dieses Video wahrscheinlich gar nicht angucken bis hierhin. Was ich noch sagen will zu den Landschaftsfotografen, und dieses Objektiv eignet sich super für Landschaftsfotografie. Es ist extrem scharf bis in die Ecken und oft braucht man da ja ein bisschen Telebrennweite, um gerade die Landschaft zu komprimieren oder auch ein bisschen näher ranzukommen. Und da ist dieses Objektiv eigentlich perfekt. Es hat jetzt nicht unbedingt die schönsten Sonnensterne oder sowas. Also das hat es eigentlich überhaupt nicht. Aber es haben die Fuji-Film-Objektive meistens nicht. Dieses Objektiv und dazu vielleicht noch einen Ultraweitwinkel-Zoom. Und ihr seid perfekt ausgerüstet und braucht definitiv für den Anfang nichts anderes mehr. Also Tendenz, lieber in 3 Festbrennweiten investieren, als in dieses Zoom, wenn man nicht unbedingt Action fotografiert und diese Flexibilität benötigt. Ich hoffe, das war hilfreich für eure eigene Kaufentscheidung. Im Idealfall hat man sie natürlich beide, aber ich kann natürlich verstehen, dass man sich dafür eins entscheiden möchte. Ich wünsche euch viel Spaß mit eurer Fotografie und mit eurem Objektiv, was auch immer ihr euch dann am Ende kauft. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Lasst gerne ein Abo da. Bis dahin, ciao.